Willkommen zurück bei Skyrim. Ja, es soll weitergehen bei in diesem wunderschönen Spiel, das ich schon seit mehreren Tagen nicht mehr angefasst habe. Muss mal schauen, ob es noch kann. Reingehauen, so blockig, okay. Und jetzt seht ihr mal, was Skill ist. Verdammt. Doch nichts mit Skill. Naja, ich glaube, hier steht hier einer auf. Ich glaube, hier steht noch keiner auf. Warum denn? Ja doch, da ist einer. Na, du hässliches Stiftzement, bis du schlagen kannst, bist du schon tot. Alte Nordstreitaxt. Du bist cool. Du gibst mir nämlich schöne Waffen, die mich noch stärker machen. Ich glaube, es sind Zweihänder, ne? Oder? Jo, es ist ein Zweihänder. Seht ihr dann hinten, der will auch aufstehen? Na, hässliche. Ja, wieder ein Nord-Zweihänder. Möchtest du was von mir, Digga? Boom. Ich muss schnell deinen Kollegen durchsuchen, na? Oh, du hässliches Stückzement. Du kommst gar nicht dazu. Wie gesagt, am Anfang haben wir nicht so viel zu melden, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Steckt man noch extrem wenig ein, um effektiv rauszuhauen. Und ja, was kann ich euch sonst noch so erzählen? Ja, Skyrim ist ein cooles Game, kauft es euch. Auch wenn es, wie gesagt, ein paar Bugs hat. Ich versuche, speichere jetzt nochmal. Leck, leck. Oh, 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 der PC ist aber heute freundlich zu mir. So. Okay. Großer Raum. Schau mal, da kommt einer aus seinem Sarg raus. Na, du hättest ein Stück Zement. Bumm. Dann muss der noch rauskommen. Oder komm. Keiner kommt mehr raus. Und du. Oh, du bist schon draußen. Ah. Eine riesige Truhe mit Gold und Sachen. Hier komme ich nicht durch, aber weil ich meinen Intellekt trainiert habe, weiß ich. Oh, hier geht ein Tor auf. Uiuiui, das war jetzt aber die Meisterleistung. Ja, wir sind ja immer noch in diesem Grab. Mal schauen, ob uns irgendjemand noch nerven möchte. Weil wir. Jo. Skelett. Die haben alle Geld. Also man kann eigentlich fast ohne zu questen sich reich verdienen. Was da hinten ist, wusste ich nie, weil ich es nie gemacht habe, als ich selber gespielt habe. Deswegen gehen wir auch mal hier nach hier hinten. Und merken sich ja, hier ist. Ist hier was? Ich sehe gerade nichts, muss ich ehrlich sagen. Da kann man hier einfach durch als separat. Da vorne läuft einer. Na? Sieht aber ein bisschen nackig aus. Komm. Du hast überhaupt keine Chance gegen mich. Ja, aber der muss ihm eins lassen, er ist schlank. Was wäre denn eigentlich hier unten? Gehen wir doch mal runter, weil es ein Let's Play ist. Schaue ich für euch mal, was hier unten alles so am Rumliegen ist. Und da wir das natürlich wieder auflocken, können wir das natürlich aufmachen. Gold, winziger Seelenstein. Naja, so berauschend war jetzt das auch nicht. Wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, wenn man nicht hier unten gewesen wäre. Ja. Okay, es geht weiter in diesem langweiligen, sehr interessanten Grab. Obwohl man ja sagen muss, sie haben sich mehr Mühe gegeben mit den Dungeons, weil in Oblivion sahen sie wirklich alle gleich aus. Und hier kann man wenigstens sagen, haben sie versucht, designerische Abwechslung zu machen. Ja, was ist? Du Geisch, okay. Noch kurz unterbrochen, ja. Mutter ist auf dem Sprung. Muss ja auch mal irgendwie rein und zeigen, dass ich doch nicht so ein Asi bin. Na, hässliches Stück Zement. Hab ich mich nicht getroffen. Hab ich doch getroffen. Boom. Ey, das kann doch nicht sein. Wie viel hältst du noch aus? Stufe aufgestiegen. Hui. So. Dann neue Stufe. Jetzt packen wir uns das auf Ausdauer. Und guck mal, was wir noch verbessern können. Zweihändig blocken. Wollen wir alles zuerst auf zweihändig machen? Was könnte ich jetzt machen? Ich könnte Krieghaltung. Verbraucht weniger Schaden. Ich will mal sagen, ich will mehr Schaden machen zuerst. Mit Zweihändern. Ob
ich dich schon ausgeraubt? Ja, habe ich. Das ist eine Truhe. So müsst ihr die immer abschließen. Ihr wisst doch, dass ich der Herr der Unfähigkeit bin, deswegen muss ich es ja sogar mit Cheat aufmachen. Okay, hier müssen wir rein und wir kommen jetzt ins Allerheiligste und sind schon Stufe 3. Ja, was kann ich denn sonst noch sagen? Ja, ich habe... Oh, es leckt. Extrem. Ich muss mal gemütlich. Ich habe Batman Arkham City, bin ich am Zocken. Da freue ich mich echt drauf, dass es dann auch zu Let's Play nach Arkham Asylum. Aber was hat das hier zu suchen? Wir sind hier bei Skyrim und kann ich wieder zeigen, dass ich Skill habe. Und dieses Mal hat es geklappt. Okay, bis du rauskommen bist, kannst du dich wieder hinlegen. So. Der beschießt mich mit bösen Sachen. Kannst mich mal pimps. Dein. Der haut mich wieder. Wie sie mich immer hauen. Ich ihnen nichts gemacht habe. Ich kann mal Pfeile, kann man mitnehmen, winzige Nordbogen, nicht der Rede wert. Wo ist denn der andere, den ich noch verkloppt habe? War das der? Geringe Ausdauer. Danke. So, jetzt müssen wir mal schauen, was hier abgeht. Hier ist nix. Hier ist nix, hier ist nix. Dann müssen wir sicher hier rüber. Hm, jo. Ich behalte einfach die Axt mal draußen. Und das wäre hier so ein kleines Gimmick. Man könnte das mit dem Bogen runterschießen, dann würde sich das entzünden und die Hässlichen würden anfangen zu brennen. Aber da wir das nicht benötigen, weil wir zu stark sind schon fast für die Kackgesichter. Genau, jetzt kommt wieder so ein kleines Rätsel, würde man es nennen. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig, weil man sich die... Sonstiges ist das, wenn man sich die Klaue anschauen kann. Das ist so ein komisches Würmchen, eine Motte und ein Bär. Also ein komisches Würmchen. Das heißt eine Eule eigentlich. Ja, ein Würmchen, genau. Das wäre dann die Motte. Und dann wäre oben der Riesenbär. So, noch die Eule rumdrehen. Dann sollte sich die Tür öffnen lassen, weil ich mein Intellekt benutzt habe. Bum bum. Hui. Und sie geht runter. Langsam, aber sicher. Nähern wir uns unserem Ziel, der heiligen Grabkammer. Wo ein ganz spezieller Herr in seinem Sarg pennt, der sich nicht so erfreut ist, dass wir guten Tag sagen. Ja, das will ich auch nicht. Okay. Hier kommen Leute raus, sicher. Steigt hier einer raus? Oh, da ist schon einer rausgestiegen. Da hinten ist das Hauptteil. Mega lag, sorry. Okay. Ihr seht, ich bin nun wieder aufgeregt. Ja. Und nehme ich sicher, hier kommt einer raus, der böse ist. Ich will mal die Truhe aufmachen. Eisenstreit, Axt 26. Macht doch weniger Schaden als ich jetzt habe. Ich mache Schaden. Aha. Streitkolben. Winziger Seelenstein. Streitkolben der Illusion. Aha, nein, Novizenrobe der Illusion. Bringt mir aber Geld. So. Schwaches Gift. Seelenstein. Nicht Leintuch. Hier hinten ist ein Wort der Macht. Das sind dann die Schreie, Kraft der unerbittlichen Macht. Und jetzt kommt das hässliche Stück Zement raus, bis der draußen ist, hauen wir ihn zu Klump. Bumm, bumm. Das tut mir aber leid, dass du nicht mal rauskommen kannst. Alte Nordkriegaxt der Kälte. Macht extrem keinen Schaden, aber ist ja nicht mal der Rede wert, der Typ. Da hat es nicht mal geschafft auszusteigen, bis ich ihn kaputt, wo er schon kaputt war. Und ja, um jetzt den Schrei der unerbittlichen Macht zu sprechen, brauchen wir eine Drachenseele. Und ja, in den Anfangsstunden sind Drachen nicht zu unterschätzende Gegner, weil die echt ziemlich hart reinhauen. Oh cool. Bergblume, 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 Bergblume.
Bergluppe, das ist schon ein Totenschädel. Truhe. Fackel, Geld, Zaubertrank, Silberring. Ist alles schön. Ich glaube, wenn ich den Kopf wegnehme, ist es nicht so nett zu mir. Richard, was will ich schon mit einem Totenschädel? Wer kauft mir einen Totenschädel ab? Okay. Ja, die Denver-Ruinen, das alles, das sind wirklich die geilsten Ruinen. Okay, es leckt am Anfang immer ein bisschen. Da ist ein Zaubertrank des Volltreffers. Weil wir es können, reisen wir natürlich schnell nach Drachenfeste. Jo, und dann haben wir schon die erste Ruine geschafft. War natürlich nicht so herausfordernd, das ist ja klar. Und so, dann sagen wir hallo. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Ja, hab ja auch nichts gesagt. Ich hoffe, bei euch leckt's nicht so wie bei mir am Anfang. Manchmal muss ich das Spiel erst einkriegen. Und ein neues Wunder beim ersten Mal durchspielen hat sich verabschiedet bei der Ruine. Wo ich dort die Treppe hochgegangen bin, hat es sich wirklich mehrmals, nein, einmal hat sich dort verabschiedet, jetzt nicht. Glück gehabt. Seht ihr? Junge? Diese Begriffe der Drachenstein vom Ödsturz Hügelgrab. Genau. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Und was ist meine, ich habe den Namen gemacht, was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man im Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Lasst mich in Ruhe. Und wir müssen uns bei uns... Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Seid ihr Drachen begegnet? Leider nicht. Meine Arbeit lässt mir kaum eine Gelegenheit für derartige Abenteuer. Vielleicht bringt ja eines Tages ein Held einen Drachen nach Drachenfeste. Ja. Wie es einst Olaf Einar getan. Da hast du recht, mein Lieber. Das wäre absolut faszinierend. So. Okay, ich dachte ihn. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Jarl Balgrun. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet aufkommen. Ein Drache! Wo wurde er gesehen? Ich komme mit, aber ich bin nicht schuld, wenn irgendwas explodiert. Ich würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Doch, wir hauen ihn zu Brei, weil wir es können. Renne um dein Leben! Ein Drache! Bin er fünfmal so schnell. Virelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich flog. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Soldat. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt ich muss den Drachen kaputt hauen. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut. Soll ich mitkommen? Nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder kein Problem, ein Drache. Er hat schon Angst vor Drachen. Begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachen besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Wir sind schon hier ein Haus. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Beidhändige Eisenrüstung des niederen Ritters hinzugefügt. Nein. Ist das eine Bekleidung? Ja, aber die ist schlecht. Steigert die Fähigkeit, schwere Rüstung zu tragen um 12 Punkte.
Was habe ich denn jetzt abgelegt? Aha, Stahlrüstung, naja, sind. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass wir treffen uns, okay, treffen wir uns beim Wachturm. Dann begeben wir uns doch zum Wachturm und können die Waffe ziehen, wenn wir so cool sind. Naja, okay, hier muss den ersten Schnitt gemacht werden und dann sehen wir uns im nächsten Part.